Donnerstag, 22. April, 13:30 Uhr. Wir starten in unser drittes Webinar. Schön, dass ihr alle da seid. Bis jetzt sind 31 Teilnehmer dabei. Das ist sehr gut. Das freut mich, dass ihr alle da seid. Ja, ich würde einfach mal kurz einen Blick werfen in in die heutige Präsentation, in das heutige Training. Dieses Mal geht es um Labeling-Modelle erstellen aus einer statischen Aufnahme, dann vorhandenes Labeling-Modell ergänzen mit einem Marker, dann ein Segment einem bestehenden Labeling-Modell hinzufügen, allgemein Labeling-Modell erstellen von gelabelten Marker und MP-File für einen gelabelten Trial importieren. Oh, ist noch ein Schreibfehler eingeschlichen, importieren. Dann der Q&A, wie gewohnt. Ihr könnt gerne Fragen über das heutige Webinar stellen, aber auch Fragen allgemein über die letzten. Da gibt es aber auf jeden Fall auch noch Raum im nächsten Webinar von nächster Woche, wo es um Tipps und Tricks geht. Also immer Fragen stellen. Wir bekommen unter der Woche auch immer wieder Fragen von euch, die wir individuell beantworten oder halt dann auch hier in diesem Kontext. Heute habe ich keine kurzen Frage. Ich hoffe, dass die einen oder anderen schon einen Blick in die Dokumente geworfen hat. Es sind ja nicht nur Video da, sondern auch Files, die man runterladen kann, Anleitungen, Kamera einrichten. Das sind die Quick Start Guides, also sehr vielfältig. Dann denke ich, dass wir starten können. Ich schaue noch, ob wirklich alles läuft. Dann bitte ich den Martin hierher, der dann mit uns da startet. Genau, viel Spaß. Tschüss zusammen, bis nachher. Hallo Fabian, vielen Dank für die Einleitung. Und jetzt bin ich alleine. Wir lassen die Kalibration weg. Ich kann jetzt auch die Maske abziehen und dann fangen wir gleich mal an. Und zwar habe ich hier vorbereitet eine Datenbank. Hierzu wird jeder noch einen Link bekommen, das runterzuladen. Dann kann das jeder nochmals anschauen in aller Ruhe. Wir fangen mal an. Schon mit 30 wurden aufgenommen, sind noch nicht gelabelt. Das sind im ersten Fall. Der zweite Fall, da haben wir einen teilgelabelten Trial. Da möchten wir Marker hinzufügen. Steht immer hier drinnen, hinten dran, bei Description Add Markers. Beim dritten haben wir hier sogenannte Add Segment. Da fügen wir ein Segment hinzu. Und hier Create a VST using Label Trial. Das heißt, wir haben hier schon einen gelabelten Trial irgendwo erhalten, ein C3D. Da fehlt einfach das Labeling-Modell dazu. Das werden wir anpassen. Und zum Abschluss noch, wie man ein MP-File in ein File oder in ein C3D bzw. VSK, VST importieren kann. Als erstes möchte ich mal ganz kurz nochmals einen Rückblick machen, und zwar über die File Types. Das ziehe ich jetzt hier gleich rüber. Und zwar, ich hoffe, das sieht jetzt jeder. Das sind die folgenden File Types, die wir haben. Wie die me den meisten schon bekannt ist. Wir haben ein ENF-File, das ist die Datenbank. Da stehen Sachen drin wie Forceplate 1, Forceplate 2. Dann haben wir ein System-File. Hier drin stehen die ganzen Systemeinstellungen, Kameras, EMG und die Kraftmessplatten, die Kalibrationen, die Skalierungsfaktoren. Sowie das XCP-File, das wir nach der Kalibration erhalten. Hier drin haben wir die ganzen Positionen der Kameras mit den intrinsischen und extrinsischen Linsen, Parameter sowie den Start-Time und End-Time vom jeweiligen Trial. Dann gibt es ein Aufnahmefile, das ist das X1D, gekennzeichnet durch ein A für analog, das X2D mit einem X für das X2D, das sind die optischen Kameras. Aus diesen Files hier nach der Rekonstruktion erhalten wir sogenanntes C3D, das sind die 3D-Daten. Zusammen mit dem VST, das ist der Microskeletal Template, erhalten wir ein Microskeletal Kinematic Fit. Da erhalten wir gelabelte Daten, C3D-Daten, wird dann wieder zu einem P. Wir sehen den Unterschied nicht, es bleibt ein P, aber es sind gelabelte Daten oder sogar modellierte Daten, wie zum Beispiel mit Winkel versehen und einem Modell. Und heute werden wir hier anfangen, nach diesem Punkt hier. Wir machen nach der Rekonstruktion, erhalten wir das C3D. Dann erstellen wir das Labeling-Modell, was jetzt hier das VST ist. Und dann gehen wir einfach mal so durch. Jetzt, das erste, was wir anfangen, ist ein Upper Body Model.
Und zwar, da habe ich eine statische Aufnahme. Das ist nichts anderes als ein Proband, der steht jetzt da. Beide Arme, Thorax und Kopf. Ich setze es dann mal in die Mitte. Und jetzt fange ich von Anfang an und erstelle ein Labeling-Modell für genau diesen Trial, das ich dann später auch verwenden kann als Vorlage für zukünftige Trials und Aufnahmen. Als erstes fangen wir an mit dem Subject. Wir haben noch kein Subject angelegt, das ist leer. Ich erstelle hier ein leeres Subject, sorry, ein leeres Subject. Ich gebe ihm jetzt einen Namen. In meinem Fall heißt er jetzt Martin. Und der Martin ist jetzt hier drin, rot gekennzeichnet. Wenn etwas rot ist, kann ich hingehen. Subject has no segments. Das Sternchen hier bedeutet noch nicht gespeichert. Wir fangen jetzt an mit den Segmentaufbauten bzw. Markerzuweisung zum Segment. Hierfür gehe ich in mein Subject Preparation rein. Im Subject Preparation drin steht Martin, ist hier drüben auch ausgewählt. Der steht jetzt hier zur Auswahl. Wenn das nicht angewählt wäre, also der Martin, verschwindet er auch wieder. Wichtig ist immer, dass mein Subject dann auch auf der linken Seite angewählt ist. Dann erscheint er auch rechts im Subject Tool drin, hier drin, in unserem Preparation. Wir fangen jetzt an mit einem Segment. Marker gehören immer zu einem Segment. In unserem Fall fange ich mit dem Root an, das wäre jetzt bei mir der Thorax. Name ist egal. Sofern ich nachher nicht noch spezielle Kalkulationen, Berechnungen danach mache, kann ich das Segment nennen, wie ich es möchte, so wie auch die Makro, speziell die Makro. Beim Thorax fange ich jetzt immer an, wo ich den Ursprung setzen möchte. Ich setze den jetzt hier und dann ist das die erste Hauptachse. Das spannt jetzt schon die Ebene auf und jetzt habe ich zwei zusätzliche Makro, die einfach dazugehören. Ich wähle alle Marker an, die zu einem Segment gehören. In unserem Fall waren das 5 Stück. Der nächste Schritt ist am Thorax dran. Ich gehe immer von oben nach unten, von links nach rechts oder vom Hauptsegment Thorax, dann die Arme und Kopf. Ich mache jetzt Left Upper Arm. Und der Left Upper Arm, der fängt bei mir jetzt, habe ich das einfach so gemacht, bei der Schulter an. Das ist die erste Hauptachse, das ist eine schöne Längsachse. Das ist wie ein zusätzlicher Marker, beziehungsweise spannt die Ebene auf. Und jetzt habe ich den Left Upper Arm schon definiert. Der nächste Schritt ist, danke Fabian, Left Upper Arm. Ich mache immer gleich links und rechts nebeneinander, nacheinander. Mache ich Create. Und jetzt fange ich auch hier bei der Schulter an, erste Hauptachse. Und wir sehen jetzt, wenn ich das abschließe, dass wir jetzt schon eigentlich ein Grundgerüst haben von unserem Probanden. Das sieht schon aus wie ein Skelett sozusagen. Das sind die Quader, die repräsentieren die Segmente. Jetzt kommt der Unterarm. In meinem Fall gehe ich weiter mit links. Ich mache immer zuerst links und dann rechts. Wie man es macht, ist egal. Einfach, man sollte sich einen gewissen Workflow, sage ich jetzt mal, im Kopf vornehmen und sich mal an den halten. Ich kann jetzt ein Marker an zwei Segmenten anbinden. Das heißt, zwei Segmente. Das heißt, ich wähle jetzt hier den Ellenbogen. Das ist der erste, zweite und der zusätzliche Create. Jetzt habe ich den Low Arm gemacht. Dasselbe mache ich jetzt auf der rechten Seite. Das geht einen Augenblick und das ist eigentlich eine reine Fleißarbeit. Man sollte sich hier die Zeit nehmen, das schön zu machen. Und das nächste ist jetzt in unserem Fall die Hand. Die Hand wäre jetzt eigentlich ein Finger. Ich mache jetzt einfach mal, der Finger besteht bei mir nicht nur aus einem einzelnen Marker, die Hand, beziehungsweise die Hand, sondern aus drei Marker. Und dann mache ich jetzt Left Hand. Create und der fängt hier an, das ist wie eine Kette, füge den hinzu und das ist ein dritter Marker und dann sage ich, das ist meine linke Hand. Dasselbe mache ich auf der rechten Seite mit Right Hand. Create. Ich spare ein bisschen Schreibarbeit, wenn ich immer links und rechts miteinander mache. Jetzt habe ich nur noch den Kopf. Der Kopf ist jetzt hier. Da mache ich jetzt Head. Create. Da fange ich mit dem Marker an, den, den und den. Create. Soweit habe ich jetzt alle Segmente definiert. Und wenn ich jetzt Martin anschaue, ist Martin noch rot. Dann sagt er mir, Segment has unlinked, Subject has unlinked Segments. Das heißt, sie sind jetzt noch nicht miteinander verbunden. Und die werde ich jetzt miteinander verbinden. Und zwar meine Empfehlung ist, grundsätzlich alle Segmente, die sich nicht wegschieben können,
zueinander, die sind Ball Joints. Das heißt Oberarm, Unterarm, Kopf, Thorax, das ist Ball Joint. Es gibt weitere Joints, zum Beispiel Hinge Joint, das ist jetzt hier ausgegraut, muss ich dann anwählen. Das könnte das Kniegelenk sein. Das setzt voraus, dass man die Marker absolut perfekt platziert. Dann gibt es ein Hardy Spicer Joint, das wäre der Unterarm zum Oberarm, also Ellenbogen. In unserem Fall, Ball Joint ist ausreichend. Wir sagen jetzt Link. Und ich fange jetzt an mit dem Parent-Segment. Wie überall, wir haben einen Tooltip erhalten und ich kann das jetzt einfach verbinden. Und dann gehe ich das entlang, der Kette entlang, bis ich bei der Hand lande. Dann gehe ich wieder rüber zur rechten Seite und verbinde immer wieder durch Anklicken Parent und Child die Segmente miteinander. Jetzt haben wir eigentlich schon ein vollständiges Labeling-Modell, das so funktioniert. Ich kann das Ganze abspeichern und das würde grundsätzlich auch so funktionieren. Wir haben aber noch die ganzen Namen, die automatisch vergeben wurden und die möchten wir jetzt ändern. Der erste Schritt war Segment erstellen, kontrollieren, dass Martin von Rot auf Schwarz wechselt, unser Subject. Somit ist nichts mehr offen zum Erledigen. Und der nächste Punkt ist jetzt, vergeben wir die richtigen Markernamen. Jetzt hier drin wird es langsam schwierig zu sehen, was ist was, wo ist der Marker. Hierfür blende ich jetzt die Segmente aus. Ich gehe auf Window, Options und wir gehen jetzt hier unten hin auf Subject. Ich kann das ganze Subject ausblenden. Für den Moment werde ich später wieder einblenden. Und jetzt fangen wir einfach mal mit dem Markernamen an. Ich fange jetzt so an wie bei Plugin Gate und werde es auch so benennen. H3 wäre es bei uns LFHD, Left Front Head. Dann haben wir Right Front Head. Es ist egal, in welcher Reihenfolge man das macht. RFHD. Ich gehe das durch. Das ist eine reine Fleißarbeit. Und dann habe ich LEHD. Ich mache das jetzt einfach mal. Und in Kürze ist das auch gemacht. RBHD. Es geht mir vor allem darum, zu zeigen, man kann das relativ zügig machen. Das wäre jetzt C7, dann haben wir hier T10. Dann haben wir hier Clav. Dann haben wir hier Stern. Hat er nicht genommen und Clav ist falsch geschrieben, kein Problem. Ich kann hier zurückgehen, das korrigieren und das noch anpassen mit Stern. Dann haben wir hier Right Back, da habe ich schon unterschiedliche Schreibweisen gesehen. Air Back. Ich mache es jetzt so. Dann haben wir hier angefangen mit dem Arm, haben wir L Shoulder. Dann haben wir hier Lupa. Left Upper Arm, dasselbe haben wir jetzt auf der Seite. Wir haben das jetzt so, jetzt bin ich halt hier weitergegangen, kann ich auch machen. Dann habe ich Air Show, man muss einfach wissen, wo man steht. Und zum Beispiel Air Elb. Und Right Upper Arm, das ist Trooper. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man es. Elbow haben wir schon gemacht, dann haben wir, nee, haben wir noch nicht gemacht anscheinend. RLB. LLB sagt mir hier sogar rot. Ich habe das falsch gemacht. Das sind die Indiz dafür, dass ich das gleich korrigieren kann. Und dann haben wir hier LWRA. Das ist Wrist, das ist die Innenseite. LWRB. Und hier haben wir den Vorarm. Der hat den Markennamen. Das muss ich ganz kurz nachschauen. RFRM. RFRM. LR. LRFM. Ja. Nee, falsch geschrieben. L. LF. RM, sorry. Und jetzt haben wir hier noch den Finger. Dann wäre eigentlich links schon abgeschlossen. L Fin. Jetzt mache ich dasselbe rechts.
Klicke ein bisschen runter. Und jetzt haben wir hier dasselbe. RWRA. RWRB. Das ist eine reine Geduldssache im Moment. Und dann haben wir hier RFRM. Und als letztes haben wir hier noch den RFIN. Wichtig ist jetzt, wenn ich jetzt diese Arbeit gemacht habe, dass ich das Ganze nochmal speichere. In unserem Fall ist Martin noch nicht gespeichert. Rechte Maustaste, Save Subject, Martin ist gespeichert. Wir haben die ganzen Namen richtig vergeben. Jetzt möchte ich es noch farblich kodieren, sodass wir es unterscheiden können. Wir können jetzt hier das einfach eine Box drüber ziehen. In unserem Fall wäre es das links. Ich stelle mich immer hinter den Probanden. Dann ist links links und rechts bleibt rechts. In unserem Fall möchte ich jetzt hier ein Rot anwählen. Vielleicht dieses Rot hier. Das sind 255, 00 und Alpha Channel 255 volle Farbe. Dann sage ich OK. Dasselbe mache ich jetzt hier. Und ich kann alle miteinander anwählen. Habe ich gemacht mit Alt und linke Maustaste und eine Box gezogen. In unserem Fall ist das grün. Eigentlich wäre grün bei uns hier 255. Dann haben wir so ein richtig helles Grün und ist ziemlich schön. Gut, jetzt haben wir ein paar Linien zu viel und ein paar Linien zu wenig. Diese Linien können wir hier ergänzen, und zwar hier unten mit Create Stick. Ich mache zuerst mal die Delete Sticks, die wir nicht brauchen. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht und den brauchen wir nicht. Und so könnte ich das jetzt lassen und jetzt sehe ich auf einen Blick sehe ich genau, ob das richtig gelabelt ist. Ich kann es so machen, wenn ich möchte. Dasselbe mache ich jetzt hier. Hier wähle ich das auch so an, dass wir vielleicht sowas haben und sowas, dass wir es unterscheiden können. Dasselbe mache ich jetzt hier. Ich mache nur die Verbindungslinie von hier aus. Das nehme ich weg und die Verbindungslinie nehme ich auch hier weg. Wenn ich das weiter differenzieren möchte, kann ich noch hier zum Beispiel beim Finger eine Farbe ändern. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte hier das Gelb haben. Sage OK. Dann weiß ich ganz genau, das ist dann richtig gelabelt, weil der Finger vorne ist. Jetzt beende ich noch den Kopf. Diese beiden setze ich auch noch rot. Und dann habe ich das. Und dann lösche ich noch diese zwei Linien raus. Die Lead Stick, den und den. Und diese beiden Marker setze ich auch noch grün. Dann ist es einfach ziemlich konsequent. Und überall gleich. Okay, gut. Soweit habe ich jetzt ein Labeling-Modell, das funktioniert. Ich muss nur noch den Martin abspeichern. Save Subject, kann den jederzeit wieder verwenden. Das zeige ich jetzt gleich. Und zwar einmal habe ich es jetzt abgespeichert. Ich gehe auf Window, Options, blende nochmals mein Subject ein. Close. Und wenn ich jetzt das anschaue, ich mache einen Sprung in die Datenbank rein. Dann habe ich hier Martin erhalten. Das ist mein VSK-File. Ich ziehe die Datenbank rüber, dann sehen wir es gleich. Sortiere das nach Änderungsdatum. Dann haben wir jetzt hier gerade Martin VSK und das zugehörige MP-File jetzt direkt erstellt. Und jetzt möchte ich aus diesem VSK, was ich hier habe, als Martin im Hintergrund, möchte ich direkt ein VST erstellen. Hierzu muss ich nur sagen, Save Subject. Saving Labeling Skeleton als Template. In unserem Fall mache ich jetzt hier einfach was, dass wir das sehen. Wir nennen das Webinar 3 Upper Body. Und wenn ich das habe, dann kann ich jederzeit mein Template hier direkt wieder laden. Und zwar unter Webinar 3 Upper Body, das ich jetzt soeben erstellt habe. Jetzt zum Unterschied zum Plugin Gate fehlen jetzt hier noch die anthropometrischen Daten. Wenn ich jetzt Plugin Gate noch weiter nutzen möchte für meine Aufnahmen, dann kann ich diese jetzt einfach hinzufügen. Da gehe ich einen Schritt weiter. Jetzt habe ich hier einmal die Marker hinzugefügt, alles gelabelt und jetzt gebe ich noch die Parameter hinzu. In unserem Fall hat der Martin hier noch gar keine Parameter, beziehungsweise bei hier sind keine drin. Ich kann jetzt über Add Parameter Parameter hinzufügen, manuell. Jetzt mache ich das mal, Add Parameter. In unserem Fall
ist der erste Parameter. Ich ziehe mal meinen Spick rüber. Den habe ich vorbereitet. Der steht natürlich im Hintergrund. Und jetzt ziehe ich den mal rüber. Wäre das die Body Mass? Ich kann jetzt hier Body Mass einfach aus rüber kopieren. Ctrl V. Und in unserem Fall sind das nicht Millimeter, sondern Kilogramm. Da gebe ich einen Wert ein. Bei der Proband hatte 75. Und ich gebe mal als Default-Wert 70 ein und sage Add. Jetzt wird hier im Hintergrund Martin mit einem Body Mass versehen. Dasselbe mache ich mit Height. Ich kopiere das mal. Man kann das nämlich auch eintippen. Add Parameter. Da gebe ich Height ein. Das sind nicht Kilogramm, sondern Millimeter. Value war, hatte ich im Hintergrund. Ich sage jetzt einfach mal was. 1770. Default mache ich 1700 und sage Add. Der nächste Schritt ist unser Shoulder Offset. Wir machen Shoulder Offset, schreiben wir immer Left and Right Shoulder Offset. Ich ziehe das rüber hier, dann habe ich ein bisschen mehr Platz und sage jetzt nochmals ein Add Parameter. Dann, wenn ich jetzt hier Left Shoulder Offset mache, Left im Hintergrund wird es als L Shoulder Offset abgespeichert. Wir müssen Left Shoulder Offset reinschreiben, keine Dollarzeichen, keine Sonderzeichen, Millimeter, Value, in unserem Fall war das 51 und Default setze ich 50. Add. Jetzt habe ich hier ein Left bekommen und Shoulder Offset. Dasselbe mache ich jetzt auch gleich für rechts. Da kann ich einfach nochmals L und dann ändere ich das auf Right. Right. Shoulder Offset, da gebe ich auch mit meinem 51 ein und 50 und ich sage Add. Jetzt sehen wir dann hier unten gleich, wie ein Right erscheint. Und so bestücke ich das Ganze, unseren Probanden, mit Body Mass, Height und die ganzen anderen anthropometrischen Daten. Add Parameter, ich wiederhole das jetzt, so oft ich das brauche, bis ich fertig bin, mit Left Elbow Width. Muss ich ergänzen mit Left, Elbow Width, Millimeter, Value habe ich 73, ich habe kurz rüber geschaut, Default setze ich mal 70, dann sage ich Add und er erscheint hier. Dasselbe mache ich jetzt für rechts. In unserem Fall Right. Habe ich auch wieder 71 und 70, Add. Jetzt bleiben nur noch zwei zu machen pro Seite. Und das wären jetzt Wrist Width und Hand Thickness. In unserem Fall haben wir jetzt ein 0 drin, weil wir haben die Marker genau auf die Achse vom Handgelenk geklebt, also auf die Achse von der Handgelenksachse. Standardmäßig würden wir ein Plastikstängelchen verwenden, sogenannten Wand. Und dann wären es vielleicht 40 oder 50, deshalb mache ich ein Default von 50 rein. Dann mache ich dasselbe hier für rechts. Und auch wieder 0. Das ist nur dann, wenn man es wirklich auf der Achse klebt. Ansonsten gibt man den effektiv gemessenen Wert ein. Und da 51 ist eine unschöne Zahl, mache ich einfach mal Add. Und dasselbe ist jetzt noch für die Hand Thickness. Ctrl C, Add Parameter, Ctrl V und da gebe ich Left ein. Dann machen wir hier mal 36 und Standard ist vielleicht 30. Add. Dann nochmals ein Add Parameter und dann sind wir gleich durch. Das ist nicht nur L, sondern Right. So habe ich da ein Caps Lock drin, nehme ich noch raus. Right, dann haben wir hier auch wieder 36 und hier 30. Add. Und jetzt kann ich das abspeichern. Save Subject. Jetzt, wenn ich das als Vorlage abspeichern möchte, dann ist meine Empfehlung, dass man die ganzen Parameter rauslöscht und das als Vorlage abspeichert. Zeige ich jetzt gleich.
Ich mache das mal raus hier. Ich kann es mit dem Tab machen. Tab und dann speichere ich den. Dann sage ich einfach mal hier, ich kann den hier mal speichern, Save Subject und jetzt nochmals Save Subject als Labeling Template. Dann habe ich hier Webinar, Upper Body und Param. Param für Parameters. Jetzt momentan haben wir ein Labeling-Modell. Wir müssen das mit den Parametern bestücken. In unserem Fall mache ich jetzt einen Shortcut. Ich sage einfach Set All to Default. Dann übernimmt er die Standardwerte, die ich vorher definiert habe. Effektiv hat man ein bisschen mehr. Bei der Hand, bei der Wrist Width mache ich die 0. Die korrigiere ich jetzt. Einfach nur zum Zeigen, dass man diese Funktionalität hier nutzen kann. Und ich speichere jetzt Martin. Das Labeling-Modell ist jetzt das, was wir hier sehen. Und im Unterschied zum biomechanischen Modell, wofür wir jetzt diese anatomischen Daten brauchen, ist das Plugin Gate. Das Plugin Gate liegt innerhalb vom Körper, also im Körper drin. Die Marker sind auf dem Körper. Und das sehen wir jetzt gleich, wenn ich auf die Pipeline gehe. Für die Pipeline habe ich hier etwas vorbereitet, Webinar 1, und zwar Process Static, Plugin Gate. Pipeline failed. Das hat da gefehlt. Das ist ein Vorführeffekt. Dann schauen wir das gleich an. Warum? Dann sagt er failed. Run to run model. Unable to find Marco file. Bla bla bla. Sagen Lipsy Ripsy. Process static gate model. Das ist interessant. Kinematic missing. Sagen Lipsy Ripsy. Aber er hat gar nichts gemacht. Das ist ein Vorführeffekt. Das ist jetzt schade. Das weiß ich jetzt nicht. Clear. Pipeline failed. CLAV habe ich vielleicht falsch geschrieben. Stern. CLAV, das ist falsch geschrieben. Da kommt ein Fehler. Der verzeiht einem gar nichts. Save Subject, ich habe es den hoffentlich korrigiert. Pipeline ended. Und jetzt hat es gemacht. Also sobald irgendwas nicht funktioniert, empfehlenswert immer im Logfile schauen. Wenn man es nicht findet auf Anhieb, kann man hier über Clear das Ganze machen. In unserem Fall ist es durchgelaufen. Ich kann den speichern. Selbstverständlich würde ich jetzt im Nachgang noch meine zwei Modelle anpassen. Aber wir sehen jetzt einen Unterschied. Labeling-Modell ist oben auf dem Marker und biomechanisches Modell liegt innerhalb vom Körper und zeigt uns die Segmente an, die wir nachher auch verwenden und die uns die Winkel geben, die wir gerne sehen möchten, die jeder schon kennt, wie zum Beispiel Elbow Angle, Head Angle, Shoulder Angle und so weiter. Gut, soweit haben wir jetzt ein erstes Modell gemacht, komplett von Anfang an, nur über Markerdaten, Marker benannt, also Segmente gebaut, Marker benannt, Segmente verlinkt, und das biomechanische Modell darüber laufen lassen, mit Hilfe der anthropometrischen Daten, die wir eingegeben haben. Der nächste Schritt ist, es wäre ja möglich, dass wir schon einen Teil vom Labeling-Modell haben. In unserem Fall ist das jetzt hier im Block 2 drin. Ich habe das jetzt VKD genannt. Ich mache das mal auf. Im VKD haben wir jetzt einfach ein Low-Body-Model, Plug-in-Gate, mit zusätzlichen Marker am inneren Knie und inneren Sprunggelenk, links und rechts. Wir gehen jetzt von einem vorhandenen Modell aus. Das erste war komplett neu bauen, das zweite ist ein vorhandenes Modell verwenden und in unserem Fall ist es das Plugin Gate Lower Body AI. Jetzt heißt der 3 Webinar, ich nenne den auch wieder mal Martin und der Martin erscheint jetzt hier. Hier haben wir noch nichts drin, das sehen wir, das ist noch nicht gefüllt und hier unten auch nicht. Der nächste Schritt ist jetzt, möchte ich diese Marker, die ich schon hier habe, die sind schon vordefiniert für Low Body, die möchte ich hier benennen. Die Marker in der 3D-Ansicht, das ist unser LASI. Wie alle schon kennen, wir gehen von links nach rechts, von vorne nach hinten und von oben nach unten. Jetzt mache ich das einmal, dann habe ich Heel und Toe. Und
Und jetzt bleiben diese vier Marker noch übrig. Die sind hier noch nicht in der Liste drin. Die möchten wir hier zusammen einfügen. Was wir jetzt hier schon haben, sind die Segmente. Und wir haben die Segmente schon verlinkt. Die Segmente sind jetzt aber hier eigentlich alle in der Standardposition, irgendwo auf 000 oder an irgendeinem Ort, aber noch nicht hier in der 3D-Ansicht. Das heißt, der erste Schritt, den wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen diese Segmente hier reinrechnen, dass die zu diesem Subject und zu unserer Makrowolke passt. Das mache ich über Static Skeleton Calibration. Was wir jetzt sehen ist, da hat es dieses Segment, Labeling-Segment, Segmente hier eingefügt. Und wir müssen jetzt nur noch diese Marker den einzelnen Segmenten hinzufügen. In unserem Fall gehe ich jetzt auf Subject wieder. Alles, was Subject ist, Subject-Änderungen, mache ich hier drin. In unserem Fall Add Marker to a Segment. Add Marker. Dann sagt er mir, Select a Segment. Immer wichtig, Tooltip anschauen, was der sagt. Jetzt sagt er, Add an Additional Marker. Ich habe keinen Additional Marker mehr für dieses Segment. Dann schließe ich das ab, öffne das nochmals. Wähle nochmals unser Segment aus, füge den Marker hinzu. Und ich habe jetzt gerade gehört, dass jemand an die Kamera gekommen ist. Aber das ist egal. Das nächste ist Add Marco. Jetzt machen wir das für rechts, genau dasselbe wie für links. Und machen den hier hinzu. In unserem Fall haben wir jetzt das Plugin Gate mit vier zusätzlichen Marker versehen. Ist noch nicht gespeichert, das ist ein Sternchen. Kann ich sagen, Save Subject. Ich kann auch den ganzen Trial, C3D und VSK speichern. Und jetzt kann ich weitergehen und diese Marker, die zusätzlich sind, hier noch umbenennen. In unserem Fall nennt er das jetzt Left Femur. Wir müssen den aber jetzt umbenennen, damit später unser Modell im Hintergrund auch funktioniert. Habe ich hier LN, NM, Left Knee Medial, dann habe ich hier L Med, das ist der hier unten, dann kommen wir zum nächsten, das ist R Knee NM, ich habe die Namen hier hingeschrieben, die ich brauche, und das ist R Med. Ich warte einen Augenblick, bis es übernommen hat. Dann speichere ich das wieder ab. Save Subject. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich habe diese Marker hier, die sind alle grün. Ich hätte die lieber rot, diese beiden. Dann kann ich auch wieder hier die Farbe auswählen, die ich gerne hätte. In unserem Fall die 255. Sage OK. Wenn ich immer wieder dieselben Farben verwende, dann kann ich das hier anwählen. Zum Beispiel der hier. Und auf den gehen, den hier, Add Custom Color, dann wird er mir hier immer zur Verfügung stehen. In der Farbe und wie ich es haben möchte. 255, Add Custom Color zum Beispiel hier. Ich nehme jetzt den auch gleich. Okay, gut. Jetzt die Reihenfolge stört mich ein bisschen. Ich kann die auch noch anpassen, das habe ich vorher nicht gezeigt. Wir haben jetzt hier zum einen das Segment reingerechnet. Ich rekapituliere kurz über Static Skeleton Calibration. Dann haben wir dem vier Marker hinzugegeben und jetzt möchte ich die Reihenfolge der Marker noch ein bisschen anpassen. Kann ich jetzt hier auf rechte Maustaste gehen, Reorder und mit Drag and Drop kann ich den packen und sagen, der kommt jetzt hier hin. Dann poppt er hier rein. Der kommt hier hin, beziehungsweise einfach da, wo ich ihn gerne haben möchte. Und was für mich am besten am meisten Sinn macht, der macht da wenig Sinn, machen wir den dahin und den mache ich hier hin. Ich kann natürlich auch mit Move Up und Move Down arbeiten, das ist mir frei überlassen. Ich sage jetzt okay und dann müsste der das jetzt hier anpassen und dann kann ich den wieder abspeichern, Save Subject. Wenn ich den jetzt hier als Vorlage abspeichern möchte, dann kann ich sagen Set Outer Label Pose, Run. Und jetzt diese Vorlage abspeichern als Safe Labeling Skeleton Template. Und dem gebe ich jetzt den Namen Webinar 3 Lower Body. Einfach so, wie ich den gerne nennen möchte. Es macht Sinn,
dass das klar ist, was das Modell macht. In unserem Fall Nobody. Gut, jetzt haben wir mal im ersten Teil gesehen, von Anfang an ein Labeling-Modell erstellen, ein Labeling-Modell ergänzen mit zwei Makro. Und jetzt möchte ich hier noch das biomechanische Modell reinrechnen und mit möglichst wenig Arbeit. Das kann man dann als Download bei uns runterladen. Das ist das VCAD, dieses Modell. Und da wird automatisch die Beinlänge berechnet. Hier unten, die jetzt noch nicht drin ist. Knee Width und Ankle Width. Um Knee Width und Ankle Width, um all das automatisch zu berechnen, muss ich noch einen weiteren Parameter hinzufügen. Genauso wie vorher. Das ist ein globaler und der heißt Marker Diameter. Marker Diameter. In unserem Fall haben wir 14 mm Marker verwendet. Default setzen wir auf 14. Add. Und im Hintergrund wird dann dieser Marker Diameter, der jetzt hier unten erschienen ist, mit 14, der wird automatisch verwendet im Hintergrund, um ein Virtual KAD zu berechnen, um die Beinlängen zu berechnen, Kniegelenksdurchmessung und Sprunggelenksdurchmessung. Ich lasse jetzt den mal laufen, das ist jetzt hier vorbereitet in unserem Fall. Und er hat das jetzt nicht gemacht, das ist immer ein schöner Effekt, weil ich wahrscheinlich hier Marker, Diameter, da gehe ich auch wieder aufs Logfile, lösche den mal, clear. Pipeline failed. RKNM. Habe ich hier tatsächlich einen Schreibfehler drin? Right. Ja, da. RK. Da habe ich ein doppeltes S. Verzeiht einem keine Schreibfehler. Dann probieren wir es gleich nochmals aus. Jetzt hat er mir das Virtual KAD berechnet. Und der nächste Schritt ist Run Dynamic Body Language Model, die Beinlänge. Und wir sehen jetzt gleich, dass hier unten die Beinlänge berechnet wurde. Und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir geben die Body Mass ein, in unserem Fall vielleicht 75, und die Height. Und jetzt können wir direkt im Nachgang das Plugin Gate verwenden, dass wir das ein bisschen besser sehen. Schalte ich mal das Subject aus hier, und zwar über Options wähle ich das Subject aus, dass wir nur noch die Strichlinien haben. Das Virtual KAD. Ich speichere den mal. Und jetzt passiert eigentlich der Übergang vom Labeling-Modell, kommt noch zusätzlich das biomechanische Modell, in unserem Fall das Plugin Gate hinzu. Beim Plugin Gate ist die Marker Diameter hinterlegt, das ist eine separate Eingabe, aber natürlich derselbe Wert, wie wir hier drüben haben, in unserem Fall hier unten der Marker Diameter. Gut, das war der zweite Teil. Wir haben jetzt hier einen Marker hinzugefügt. Wir haben ein paar Optimierungs-Scripts verwendet vom Bodybuilder, um automatisiert die Beinlänge zu berechnen, um die Lage der Knieachse zu berechnen und so Sachen. Der nächste Schritt ist jetzt, im Data Management gehen wir rüber und da fügen wir einem Segment, einem Subject, ein zusätzliches Segment hinzu. Das kann zum Beispiel ein Golfschläger sein. In unserem Fall war es, glaube ich, ein Cricketschläger. Ich mache den mal auf. Da fange ich mit dem Static an. Und wenn ich den jetzt so anschaue, dann steht der jetzt da, statisch. Was ich dann immer empfehle ist, der hat jetzt offensichtlich in der rechten Hand den Cricketschläger. Könnte sein, dass er den mal in der linken Hand hat. Könnte sein, dass er mal in beiden Händen hat. Meine Empfehlung ist eben, bevor man anfängt und ein Segment hinzufügt oder Änderungen macht an einem Modell und Ergänzungen, schauen wir sich am besten mal einen dynamischen Trial an. Jetzt beim dynamischen Trial sehen wir direkt auf Anhieb, der hat jetzt komischerweise den Schläger in der linken Hand und zieht ihn rüber auf die rechte und dann schwingt er den Schläger mit beiden Händen und zieht so durch. Das heißt mit anderen Worten, wir sollten jetzt überlegen, bauen wir das Segment, dieses zusätzliche, diesen Schläger an die rechte oder an die linke Hand oder nehmen wir einfach ein Free Joint,
zeige ich gleich. Und dann ist es egal, wo der Schläger steht, weil der erhält dann nicht drei Freiheitsgrade, rotatorisch und ist festgebunden ans Perensegment, sondern er erhält sechs Freiheitsgrade, drei translatorische und drei rotatorische. In unserem Fall habe ich mich jetzt entschieden, der Schläger könnte irgendwo sein, der Proband könnte alleine rumlaufen. Das heißt, der Schläger, das mache ich über einen Free Joint schlussendlich. Da gehe ich wie folgt vor. Da verwende ich meine neue Pipeline. Das erste ist Static Skeleton Calibration. Ich will jetzt, dass er das Skelett hier reinrechnet, was ich jetzt nicht sehe, weil ich es momentan noch abgewählt habe. Und da wähle ich es jetzt an. Und jetzt, anstatt dass ich das der Hand zuweise und dann das immer rigide zur Hand wäre, pappe ich das irgendwo am Körper an als Free Joint. Und jetzt mache ich hier das Segment und dann mache ich hier Pad. Ist egal, wie das Ding heißt. Create, da wähle ich jetzt die Hauptachse von hier bis hier, der zusätzliche Marco. Und jetzt habe ich ein Segment, das steht hier. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, ist Jack in unserem Fall rot. Subject heißt Unlinked Segments. In unserem Fall verbinde ich dieses Segment, ich mache es einfach optischerweise, pappe ich es an die Hand, aber das ist nur reine Optik. Und dann nehme ich hier ab Free Joint, dann sage ich Link und wähle das Parent Segment und das Child Segment Link. Jetzt ist Jack schwarz geworden, das ist gut, Safe Subject. Und wir können jetzt mal das anschauen, wie die Segmente aussehen. Bad ist zu oberst. Und wie die verlinkt sind. Und beim Bad, Wrist und Bad hat jetzt sechs Freiheitsgrade. Das zeigt immer die Freiheitsgrade an. Das heißt, er kann den Bad hinstellen, weglaufen und der gehört nicht zum Körper, aber er wird zusammen mit dem Körper gelabelt und gehört zum Subject. Aber er hat sechs Freiheitsgrade. Er ist nicht translatorisch gebunden. Gut. Der nächste Schritt ist jetzt, wenn ich das habe, kann ich das neu abspeichern als neue Vorlage. Dann sage ich einfach Save Subject als Skeleton Template. In unserem Fall nennen wir das jetzt einfach Webinar 3, Full Body und Bat zum Beispiel. Full Body Bat. Dann kann ich den jederzeit wieder verwenden und nutzen, ohne dass ich den neu baue. Gut. Auch hier kann ich ein Set Out Label T-Pose machen. Dann gehe ich davon aus, dass er immer in der Pose anfängt, bei der statischen. Und dann sucht er automatisch die Pose und labelt die automatisch beim statischen. Save Subject kann ich nochmals überschreiben. Save Labeling as Template. Dann mache ich das einfach hier. Dann sage ich ja, ich will das überschreiben. Und jetzt habe ich den mal gelabelt. Der ist parat soweit, um eigentlich die dynamischen Aufnahmen zu machen. Das heißt, ich mache jetzt mal hier dynamische Aufnahme auf. Und wir sehen jetzt hier, ist der Bad schon gelabelt, soweit ich das sehen kann, bis auf einen Marker. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Es kann sein, dass während der Aufnahme, man schlägt zu, ein Marker fällt ab, oder man merkt während der Aufnahme, ein vierter Marker wäre doch noch sinnvoll und den möchte ich hinzufügen. Wenn ich das machen möchte, dann muss ich nicht nochmals alles neu bauen. Das heißt, ich gehe in eine Pose rein, wo ich alle Marker gut sehe. Und hierfür habe ich eine vierte Pipeline, die habe ich jetzt B genannt, vorbereitet. Auch hier wieder Static Skeleton Calibration. Und dann rechnet er das Skelett hier rein, inklusive Bat. Und ich kann einfach sehr einfach den Bat hier, beziehungsweise hier, nochmals einen Marker hinzufügen über Add Marco. Ah, sorry, das hat er nicht gemacht. Ich gehe nochmals raus, Add Marco. Und jetzt füge ich den hinzu. Und jetzt ist er abgeschlossen. Und ich kann den jetzt ganz elegant einfach speichern. Und das gilt für zukünftige Aufnahmen. Gehört das jetzt hinzu zum Bad. Und ich kann so die Aufnahmen machen. Ich kann das auch gleich prüfen, ob er das automatisch rekonstruiert und labelt über diese Pipeline-Funktion. Dann geht er durch, macht die Rekonstruktion und labelt. Und wenn das gut durchläuft, dann weiß ich, dass mein Modell gut funktioniert. Das ist immer wichtig,
habe ich zu wenig gesagt oder gar nicht. Prüft die Modelle, dass die auch automatisch labeln. Wenn die nicht labeln oder gewisse Frames nicht labeln, dann kann es daran liegen, dass das Segment falsch angebunden ist, dass die Marker sich zu stark bewegen oder einfach das Modell falsch ist. Und was wir jetzt hier auch sehen, da kommt plötzlich ein, ich glaube, eine Kugel oder etwas zum Vorschein oder die fliegt weg. Ja, irgendwas fliegt da weg. Keine Ahnung, was da weggeflogen ist. Aber das Ding ist weg. Gut. So haben wir jetzt einen Save Changes, ja, speichere ich mal. So haben wir jetzt im dritten Block ein Segment hinzugefügt und neben dem Segment noch im Verlauf der Aufnahme, im Verlauf der Session, noch einen Marker hinzugefügt. Das nächste ist jetzt, könnte sein, dass jemand alte Daten hat von einem alten Vicon-System, das nicht auf VSK, VST-Basis ist, sondern noch auf der alten Basis mit nur Marker-File. Und das wäre jetzt bei uns der Block 4, Walking OK, Create a VST using a Labeled Trial. Das öffne ich jetzt gleich und wir können hier gleich den statischen öffnen. Das würde dann so aussehen. Wir haben jetzt in unserem Fall einen Mic drin. Der Mic hat Marker, aber keine Segmente, aber die Marker sind schon benannt. Das heißt, wir verwenden eigentlich ein C3D von irgendwoher. Wir haben hier drin auch kein Subject. Wenn ich jetzt zurückkomme, das hier fehlt. Wir haben nur ein C3D, beziehungsweise das hier unten. Und das ging verloren. Aus irgendeinem Grund war es nicht da. Spielt aber keine Rolle. Wir wissen, das ist ein Mensch. Und wir wissen, wie ungefähr ein Skelett aufgebaut ist. Und jetzt bauen wir auf dieses Skelett kurz nach. Das spart uns sehr viel Zeit. Dadurch, dass die Namen schon da sind und das Mic ist auch schon da, einfach rot. Wenn ich drauf gehe auf Mic, dann sollte mir hier eigentlich ein Tooltip erscheinen, was es jetzt nicht macht. Und dann sage ich hier, ich gehe nochmals drauf, sagt mir nicht, was da los ist. Aber ich weiß, er hat keine Segmente drin und er hat keine Links drin, keine Verbindungen. In unserem Fall gehe ich auf Subject wieder. Ich muss einfach hier kreieren. Ich sage jetzt mal mit dem ersten, ich fange immer gerne Pelvis an. Pelvis. Dann sollte ich es vielleicht noch sinnvoll schreiben. Und Pelvis kann man jetzt entweder hier hinten anfangen mit dem Mark oder hier vorne. Ich fange jetzt mal mit denen an und sage, das ist Pelvis. Dann sage ich L Ableg. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann wird man relativ schnell und zügig, um schneller ein neues Modell zu bauen, als etwas Altes zu verwenden, was nicht optimal läuft. Auch hier wieder mache ich gleich links und rechts zusammen und ich spare mir die gesamte Zeit nachher bei der Namensgebung von den Marker, weil die sind schon gemacht. Das heißt, ich habe hier L Lowleg Create und der geht jetzt immer von hier, vom Knie. Ich gehe immer entlang der Hauptachsen, lasse mir den Nachgang in 2 Wochen etwa zeigen, wie man ein Labeling-Modell erstellt, das nicht unbedingt an den Hauptachsen Marker hat, wie jetzt hier das schön gegeben ist. Und machen wir so. Und dann haben wir L Foot Create und der Fuß, da gehe ich vom Sprunggelenk aus. Und mache das so und dann Airfoot Create und dann haben wir das schon mal den Lower Body gemacht. Jetzt kommt der Upper Body hinzu. Ich suche mir immer eine Perspektive, wo ich möglichst viel machen kann, ohne zu drehen. Thorax Create. Hier kann man auch den vielleicht nehmen, den Create und dann haben wir hier L up arm create. Ich mache jetzt eben von hier bis hier. Und dasselbe mache ich dann für die rechte Seite. Das ist eine, wie gesagt, eine reine Fleißarbeit. Am besten ist, wenn man hier nicht gestört wird und das einfach in einem Zug machen kann. Ah, Arm habe ich, glaube ich, schon.
L. Da habe ich wieder ein Caps Lock drin, sorry. Und dann gehe ich auf Create und den gehe ich auch wieder vom Ellenbogen aus, so. Und Create und dann mache ich dasselbe jetzt noch für rechts. Und dann haben wir das gleich gemacht. Dann haben wir hier L, Hand und Create. Der geht von hier bis hier. Create. Und jetzt muss ich nur noch die Links dann machen. Air Hand. Create. Von hier bis hier bis hier. Create. Und es fehlt nur noch der Kopf. Das ist noch ziemlich wichtig, dass wir den auch haben. Create kann ich von hier bis hier machen. Create. Und jetzt verlinke ich die ganzen Sachen miteinander. Bin nicht mit Free Joint, sondern mit Ball Joint. Link. Jetzt geht Pelvis zum Oberschenkel. Da wähle ich immer die Kante an. Und dann sehen wir im Hintergrund dann das Segment entsteht. Bis dahin, bis zum Gelenk vom angehängten Segment. Und dann hier. Und den Fuß möchte ich auch sehen, bevor ich da irgendwo rumklicke. Und der Thorax hängt hier dran. Der Oberarm hängt hier dran. Und Unterarm am Oberarm. Dann noch die Hand. So. Jetzt. Mache ich einen Fehler, kann ich mit Ctrl-Z einen Schritt zurückgehen. Ist empfehlenswert, das gleich zu machen. Und wenn man den Fehler bemerkt, natürlich. Und dann schließe ich das ab. Jetzt kann ich den speichern. Und jetzt haben wir eigentlich nichts anderes gemacht als ein komplettes Plugin-Gate nachgebaut. Einfach ohne anthropometrischen Daten. Und ich kann den auch dann wieder als Safe Labeling Skeleton Template abspeichern. In unserem Fall würde ich sagen, das ist ein Labeling Plugin Gate. Es ist kein reines Plugin Gate. Es ist weniger. Es ist nur das Labeling dazu. Und der funktioniert jetzt direkt auf Anhieb. Ich kann den speichern. Wenn ich hier noch eine Set Outer Label Post mache, kann ich es nochmals abspeichern. Oder ich kann den in einer Kerzenform abspeichern lassen, wenn die Arme nach unten sind. Je nachdem, wo ich es haben möchte. In unserem Fall hat er den jetzt schon gelabelt. Ich gehe einen Schritt zurück und mache jetzt einen Reconstruct and Label. Das erste war nur ein Reconstruct. Und jetzt ist er durchgegangen. Ich habe es nicht nochmals gezeigt, wie man die Farben ändern kann. Das geht auf dieselbe Art und Weise wie vorher. Ich kann Boxen ziehen und hier unten auf die Farbe ändern. In unserem Fall ist das jetzt der vierte Teil gewesen von total 5 Teilen. Also wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten. Ich speichere den mal. Und wie gesagt, diese Datenbank legen wir dann auf den FTP zum als Download. Und wir haben jetzt angefangen mit ein reines Labeling-Modell über zusätzliche Marker, ein Segment hinzugefügt, haben wir ein altes C3D mit einem neuen Labeling-Modell versehen. Und das nächste ist jetzt, was auch möglich wäre oder ist, man erhält einen Datensatz von irgendwo her. In unserem Fall erkennen wir das ja auch wieder als Oberkörper. Und der Oberkörper, da fehlen jetzt hier unten die anthropometrischen Daten, die wir vorher händisch eingegeben haben. Die möchten wir jetzt automatisiert importieren. Und zwar, früher oder heute gibt es noch dieses MP-File. Man kann sein MP-File, wenn es relevant ist, für diesen Probanden, für diese Aufnahme und Auswertung, kann man das auch direkt importieren. In unserem Fall sind das einfach diese Werte von Body Mass bis Head Offset. Brauchen wir vielleicht nicht unbedingt, aber der wird importiert. Und zwar kann ich das automatisch importieren über ein Import MP-File. In unserem Fall ist es nichts anderes als ein MP-File, das wir in einem Ordner abgelegt haben. Ich mache den mal auf, zum zeigen, dass es dasselbe ist. Öffnen mit Editor.
und jetzt wird einfach das importiert werden. Und dadurch spare ich mir die gesamte Zeit, das einzeln zu erfassen. Und noch viel wichtiger ist, ich mache keine Schreibfehlung. Ich importiere den jetzt mal. Und schon wird der Mike mit meinen Parameter, die hier sind, bestückt. Und die stehen jetzt zur Verfügung für Plugin Gate. Das heißt, ich kann jetzt direkt im Anschluss Plugin Gate einsetzen und mein Skelett reinrechnen. Und dann dementsprechend abspeichern. Das heißt, soweit zuerst baut man Segmente, dann ändert man die Markennamen, man kann Parameter hinzufügen für ein Bodybuilder-Modell bzw. Plugin-Gate und so baut man die ganzen Labeling-Modelle auf. Wie ich es jetzt gezeigt habe, diese Varianten gibt es. Der Lasse wird in etwa 2 Wochen ein weitergehendes Labeling zeigen, das auf der dynamischen Trials basiert. Ich habe alles anhand eines einzelnen statischen Frames gemacht. Und jetzt würde ich dann weitergehen und eigentlich zeigen, wo die coole Sache liegt in dem Ganzen. Wir haben jetzt immer nur rumgespielt, Oberkörper, Unterkörper, Fullbody, ein Bett. Aber das absolut coole ist, wenn man jetzt die Daten anschaut, Vicon Sample Data, die hat Vicon zur Verfügung gestellt und die waren bei uns auch in einem Download drin. Da gibt es als Beispiel Table Tennis. Das finde ich ein sehr eindrückliches Beispiel, wie man etwas aufnehmen kann mit Nexus, relativ einfach. Alles, was man braucht, sind 2 Table Tennis, Ping-Pong-Spieler und die können dann gegeneinander spielen. Und so kann man sich diese Segmente aufbauen, sei es ein Tisch, ein Netz, 2 Probanden basierend auf Plugin Gate und der zugehörige Schläger, den man jetzt hier an die Hand oder am Körper angebracht hat. Und schon können die miteinander spielen. Und man kann die ganzen Sachen auswerten zueinander. Wie bewegen sich die? Und man muss nicht nochmals alles immer von Hand labeln. Gut, das war eigentlich der Ausblick, wo man es nutzen kann. Was ich noch kurz zeigen möchte, ist, was überhaupt hier drin ist in der Datenbank. Das ist der Webinar-Teil, den habe ich hinzugefügt. Da gibt es Beispiele für Baseball, Cricket, Cycling. Bei Cycling ist zum Beispiel einfach nur ein Proband da, der strampelt ein bisschen und da wären wir dann nachher dann auch schon beim Ausblick zum nächsten Mal mit Tipps und Tricks, wie man Events setzen kann, automatisiert. Das zeige ich dann das nächste Mal. Aber hier sehen wir jetzt eigentlich, wir könnten jetzt hier noch ein Fahrrad hinzunehmen, ist jetzt hier nicht gemacht, wäre aber eine einfache Sache gewesen. Aber so kann man das ganze Set oder ein Labeling-Set ergänzen mit dem, was man gerne hätte. Und jetzt bin ich eigentlich schon am Schluss angekommen von diesem Webinar, von meinem Teil. Ich übergebe jetzt weiter an Fabian. Fabian steht da und nickt. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, für das nächste